Die Ebenen des NLP, manchmal auch logische Ebenen genannt, neurologische Ebenen, sind in der Art, wie ich das NLP begreife, der Dreh- und Angelpunkt. Wer sich mit NLP ein bisschen auskennt, weiß, normalerweise wird das Modell so gemalt, als Pyramide mit 6 Ebenen. Manchmal sieht man es auch in der Art als konzentrische Kreise oder auch als so eine Hierarchieleiter. Aus bestimmten Gründen, die ich jetzt gleich kurz erklären werde, male ich das Modell inzwischen so. Das ist mein Bild der Ebenen des NLP. Die Ebenen bei mir sind die gleichen wie auch in anderen Modellen: Kontext, Verhalten, Strategie, Glaube, Werte, Filter, Selbstbild, Zugehörigkeit, Mission. In meiner Idee von NLP als Sprache der Veränderung entspricht das dem Wörterbuch des NLP. Das sind die Vokabeln des NLP. Und ich will mal in diesem Video dir ein paar Ideen geben, wofür du die logischen Ebenen im NLP alles brauchst. Das ist eine durchaus beeindruckende Liste, weil es ist, wie gesagt, der Dreh- und Angelpunkt des NLP. Meine Geschichte war folgendermaßen: Als ich mit NLP anfing, ich hatte Coachingstunden genommen, die waren so lala. Dann wurde mir in diesen Coachingstunden ein Buch empfohlen. Das war Richard Bandler, Veränderung des subjektiven Erlebens. Und das Buch hat mich gepackt. Nach dem Buch wusste ich, ich will NLP lernen, habe mich dann zu einer NLP-Ausbildung angemeldet und hatte das Problem, dass ich 3 Monate warten musste, bis diese NLP-Ausbildung losgeht. Man kannst du dir vorstellen, wie das für jemanden ist, der NLP gerade entdeckt hat, der wirklich loslegen will, der es nicht abwarten kann und 3 Monate warten muss. Also, was habe ich gemacht? Ich habe einfach alle NLP-Bücher in der Zeit gelesen, die es damals gab, auf Deutsch. Das waren nur ungefähr 30, drum war es zu schaffen. Alle durchgelesen. Mit dem Ergebnis, als ich meine NLP-Ausbildung anfing, wusste ich alles und konnte nichts, aber es ist ein anderes Thema. Und ich habe in diesen Büchern das Modell der logischen Ebenen damals so gefunden. Und ich fand das fantastisch. Es schien mir ja halt so logisch. So Schubladen, wo ich alles einsortieren kann. Und jetzt hatte ich damals gehört, in der NLP-Ausbildung wäre es so, dass der Trainer würde öfter mal sagen, wer hat ein Problem und will nach vorne kommen. Und vorne vor der Gruppe lernt man am meisten. Also war mir klar, ich will nach vorne kommen. Und ich hatte Sorgen, dass ich keine Probleme hätte für die Ausbildung. Also habe ich mir in der Vorbereitung auf jeder dieser Ebenen 5 Probleme, 5 Ziele und 5 Ressourcen überlegt, damit ich vorbereitet war fürs Training. Und habe es dann später so gemacht, wenn in irgendeiner Kleingruppe oder Demo ein Ziel erreicht war, ein Problem gelöst war, habe ich mir einfach ein neues. Das heißt, ich hatte immer eine Liste im Hinterkopf mit auf jeder Ebene Ziele, Probleme und Ressourcen. Die hatte ich schon vorsortiert. Und wenn jetzt eine Demo kam oder ein Format oder eine Gruppe, suchte ich in meiner Kiste nach dem passenden Thema bei mir. Und auf die ergab sich bei mir eine Zuordnung zwischen Ebenen, Themen und Formaten, die mir später im NLP so viel gebracht hat. Weil ganz viele NLPler, wenn sie dann Coach werden, kommt ein Klient und sie fragen sich, was mache ich jetzt mit dem? Der hat irgendwie ein Problem und ohne NLP als Coach habe ich keine Ahnung, was ich mit dem machen kann. Mit NLP habe ich oft zu viel Ahnung, weil die meisten Methoden haben halt ein Format oder zwei. NLP hat 30 oder 40 Formate. Also welches nehme ich? Und das ist die Antwort. Das heißt, die logischen Ebenen sind das Sortierprogramm zum NLP. Du kannst mit den logischen Ebenen Themen sortieren, du kannst Ziele sortieren, du kannst Ressourcen sortieren, du kannst Probleme sortieren, du kannst Formate damit sortieren. Und wenn du das alles sortierst, kannst du zuordnen. Du weißt dann sofort, wenn du das Thema hast, brauchst du das Format. Und wenn du das Thema hast, brauchst du das Format. Das nächste ist, Dils hat beschrieben, und ich finde das sehr gut, in einer klassischen NLP-Intervention kommt die Ressource von der Ebene darüber. Also wenn ich auf Ebene 4 intervenieren will, kommt die Ressource von Ebene 5. Wenn ich auf 5, kommt sie von 6 und so weiter und so fort. Wenn du auf den Ebenen die Ressourcen zuordnest und du hast ein Problem auf Ebene 4, nimmst du dir einfach eine Ressource von Ebene 5. Hast du ein Problem auf Ebene 2, nimmst du dir eine von 3. Deine Ressourcen sind sortiert. Stell dir vor, so ein Gewürzregal voller Ressourcen. Ist das was? Und was du brauchst, nimmst du hier eine Prise Ebene 4, da eine Prise Ebene 5 und noch eine Messerspitze Ebene 7, wenn es ein spirituelles Thema sein sollte. Also du kannst hier zuordnen, die Ressourcen, mit denen du arbeitest. Daraus folgt natürlich auch, dass du möglicherweise Lücken entdeckst, wo es sich lohnt zu füllen. Zum Beispiel im Rahmen der NLP-Ausbildung sage ich den Leuten, du brauchst auf jeder Ebene mindestens ein Format, in dem du dich wohlfühlst, dass du die Themen bearbeiten kannst.
Und wenn du auf jeder Ebene ein Format hast, das ist wesentlich besser, als wenn du 10 Formate kennst, die alle auf der gleichen Ebene arbeiten. Weil dann kannst du dieses eine Thema 10-fach brillant anpacken, aber die anderen Themen, wenn sie auf dich zukommen, geht überhaupt nichts. Von daher ist auch das ein sehr schöner Lernplan, mit dem man sich beschäftigt. Vielleicht weißt du auch, die klassische Einteilung, der ich zustimme, ist, das ist Practitioner, das ist Master, auch das ist eine Idee. Persönliche Entwicklung geht meistens so, dass man sich von unten nach oben durcharbeitet. So hat Bateson die Grundidee für das Format überhaupt erst entwickelt. Noch ein nächstes riesiges Thema, wenn man modelliert, ist das das Mittel der Wahl. Denn du musst gucken, auf welcher Ebene ist denn die Strategie des Modells? Dass du bestimmte Tools auch entwickelst, Werkzeuge, wie höre ich auf der 4, auf der 3, auf der 2, auf der 5, auf der 6. Wenn du dann weißt, auf welcher Ebene von deinem Modell das Ganze ist, die nächste Frage, wie installiere ich das? Hey, coole Antwort, es gibt für jede Ebene eigene Installationsmethoden, es gibt für jede Ebene eigene Tricks, wie kann ich da ein Format bauen, wie kann ich das weitermachen? Das ist so eine Art, wie ich das mache. Und noch ein Schmankerl, ich weiß gar nicht, ob es dazu ein eigenes Video gibt. Ich habe lange Zeit gehofft, geglaubt, es gäbe irgendwie ein sicheres Tool. Ich lese einen Satz und ich weiß, boah, der Satz ist eben so und so. Leider nicht. Ich habe es damals selbst so gelernt, es hat sich aber nicht bewahrheitet. Ich habe so gelernt, das ist wo und wann, das ist was, das ist wie und so weiter und so fort. Es ist so, es kommt auf die Betonung an. Vielleicht kennst du aus einem Newsletter-Artikel von mir oder auch, glaube ich, von einem anderen Video den Satz, ich kann das hier nicht tun. Je nachdem, wie du ihn betonst, ist es eine andere logische Ebene. Ich kann das hier nicht tun. 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 Oder ein aktuelles Beispiel, was wir jetzt gerade in der Ausbildung zum Trainer hatten, das war der Satz, dass man seine Stärken dann kennt, wenn man, also du kennst deine Stärken dann, wenn du weißt, was dir leicht fällt. Ob ich sage, wenn du weißt, was dir leicht fällt oder wenn du weißt, was dir leicht fällt. Das sind zwei verschiedene Ebenen. Der Satz, deine Stärken sind das, was dir leicht fällt, ist Ebene 4, die emotionale Bewertung. Der Satz, deine Stärken sind das, was dir leicht fällt, ist Ebene 5. Und das Ohr zu entwickeln im Laufe der Zeit, dass du normale Alltagskommunikation, normale Alltagsthemen hier einordnen kannst. Und dann, wenn zum Beispiel einer kommt und sagt, glaube mir, das wirst du dir nie verzeihen können. Und du weißt, okay, ich mir verzeihen, Angebot Ebene 5, dissoziiertes Selbst, der versucht mir gerade was reinzurammen, irgendwie auf Ebene 5, irgendwie was Negatives, dann ist völlig klar, dass die Antwort, ich lache einfach drüber, also untere logische Ebenen, oder dann zucke ich halt mit den Schultern, untere logische Ebenen, das ist keine Antwort, die dagegen hilft. Du musst von Ebene 6 kommen mit der Antwort. Das heißt, du kannst sagen, ich bin von so vielen liebevollen Menschen umgeben, so viele Menschen auf der Welt lieben sich, so viele Menschen sind dankbar, dass es mich gibt, dass das kein Thema für mich sein wird. Also du weißt dann einfach, wenn bestimmte Sachen im Alltag auf dich zukommen, auf welche Ebene sind die, von welcher Ebene musst du reagieren. Und falls das jetzt gerade ein bisschen kompliziert für dich klingt, glaube mir, das wird so selbstverständlich nach einiger Zeit des Übens, dass du ein unbewusster Profi auf den logischen Ebenen bist. Das sind einige Möglichkeiten, warum das wichtig ist. Ich würde so weit gehen zu sagen, für mich ist NLP, wie ich es heute mache, wie es heute existiert, ohne das Modell der Ebene des NLP einfach nicht denkbar. Es ist das zentrale Modell aller NLP-Stufen, es ist das zentrale Modell von Modeling. Es ist für mich wirklich das zentrale Modell, um NLP zu verstehen.